An Castrop Rauxel gefällt mir insbesondere die Mischung zwischen groß und klein. Es ist klein genug, um die Leute hier in der direkten Umgebung zu kennen, um schnell neue Freunde kennenzulernen oder eben auch mit den Geschäftsleuten in Kontakt zu kommen. Es ist aber eben auch groß genug, um eben nicht provinziell zu sein. Durch die Nähe zu Dortmund, zu Bochum, fühlt man sich hier relativ schnell sehr wohl. Der Wunsch war halt damals, irgendwie einen Kiosk oder ein Bütchen zu machen, weil das halt das Übliche oder typisch Pott ist, halt so ein Bütchen. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir was machen, dann muss es aber in unserem Lebensstil sein, also im Rock'n'Roll. Und das haben wir dann umgesetzt. Die Castroper sind ein sehr, sehr eingeschworenes Völkchen, sag ich mal, und ganz, ganz liebe Menschen, weil die einfach so in Castrop bleiben. Und man sieht das immer wieder, wenn wir hier Events haben, dass die Castroper dann auch wirklich zu diesen Events wirklich aus ihren Häusern rauskommen und alle Events mitnehmen, die man hier mitnehmen kann. Neben den großen Veranstaltungen wie Castrop kocht über zum Beispiel, empfehle ich natürlich die Veranstaltung von Kastkultur, die Poetry Slams, die Märchenabende, den Lazy Sunday, die relativ häufig stattfinden. Also wenn man irgendwie in der Nähe ist, sollte man gucken, ob Kastkultur gerade etwas organisiert. Da gibt es ein Jugendzentrum, das nennt sich Trafo. Und da habe ich in meiner Kindheit sehr viel rumgehangen, da ist man Inliner gefahren. Und dann habe ich irgendwann, und das ist wieder so eine Kurve zu meinem Job, haben wir dann irgendwann Jahre später unsere erste Show, also die erste Show von unserer Band ever, haben wir da gespielt. Und das war so ein bisschen so eine Verbindung aus Kindheit zu meinem jetzigen Beruf. Es ist persönlich. Es ist einfach, die Menschen kennen sich noch untereinander. Aber auch das ist mehr ein Miteinander. Man tauscht sich aus. Und das habe ich oft in der Innenstadt, in einer Großstadt vermisst. Ich finde das viel auch an öffentlichen Grünanlagen gearbeitet wurde. Also wir haben in Castrop-Rauxel mehrere davon, den Landschaftspark auf Erigin zum Beispiel, der wird immer schön in Schuss gehalten. Diese Wandlung ist eigentlich sehr spannend zu sehen. Diese alten Industriestandpunkte, die man im Ruhrgebiet überall hat, wo man dann jetzt unheimlich schön mit dem Fahrrad oder auch zum Spazierengehen mal dann über das halbe Ruhrgebiet gucken kann. Gerade bei uns im Business, da ist es so, ganz viele ziehen dann natürlich in die Großstädte, aber und das ist wieder die Brücke zum Ruhrgebiet. Wir haben ja hier alles. Warum soll ich denn, wenn ich jetzt aus Berlin rausfahre, da ist da auch ganz lange nichts. So, aber hier haben wir ein Ballungsgebiet, wo wir alles haben. Ich bin einer von 5 Millionen. Ich bin eine von 5 Millionen. Ich bin einer von 5 Millionen. Ich bin einer von 5 Millionen.